Tänzerin, Künstlerin. Morgens, mittags, Mitternacht tanze ich immer zu, weil mir das Freude macht, sing ich du, du, du. Flotte Frau. Unterhaltung, Beine schwingen. Und wenn ich tanze, rufen alle wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh, ich hab ja so viel Rhythmus, die Musik liegt mir im Blut. Jeder sagt zu mir, du tanzt so gut. Naja, sie war ja Tänzerin eigentlich und ist dann ins Filmgeschäft gegangen. Musik, Musik, Musik. Musik, Musik, Musik und das kupft wie Gasbuch. Mit was assoziieren Sie sie? Mit Fernsehen. Dancing Stars. Das ist sehr traurig, aber ich weiß nicht, was ich damit zu tun habe. Tapsi, tapsi, Teddy Bear, komm, wir tanzen hin und her. Ja, die Frauen sind gefährlich, denn sie stehlen dir das Herz. Ja, das ist ja nicht wahr. Das stimmt nicht. Keine Ahnung. Kennen Sie nicht? Nein. Sie haben jetzt die letzte Chance, mir zu imponieren. Nein, sagt mir gar nichts. War eine, oder ist eine gebürtige Ungarin? Die war sehr, wie sagt man, emotional. Ich bin Kriegerin des höchsten Gottes. Au, ein Vulkan bin ich, Herr Vorsitzender. Nein, wir sind doch nicht im Wald, das geht doch nicht. Gib vor zum Tier, ja! Czardas! Richtig süß! Das ist eine nationale Geschichte, das Temperament, weil die Ungarn sind Schütze vom Element her, nicht astrologisch gesehen. Und die Frau war stark feuerbesetzt und das hat sie auch gelebt. Hier spricht die Hupfdohle. Ja, persönlich. Warte, ich rufe dich gleich zurück. Und noch dazu auf meine Rechnung, auf nie wiederhören. Marika Röck hat in Baden gelebt. Zumindest war die einmal mit mir gemeinsam beim Hautarzt, wie ich noch ein junges Mädchen war. Ich weiß noch genau, dass die kam vor mir dran. Das hat mich sehr geärgert. Die haben es vorgenommen. Lisa, stürmisch, Dotter. Ja. Du wilder Pandur, du. Ich liebe Baden und die sind auch so nett zu mir hier. Soll es so, Herrgott, noch lange gehen, dass es so bleibt, ja. Sie ist leider verstorben, aber sie ist sehr alt geworden. Die Königin der Pirouetten starb im 91. Lebensjahr am 16. Mai 2004 in Baden. Jahrhunderttalente werden weit über ihren Tod hinaus verehrt. Röcks Tochter Gabriele Jacobi findet am Grab der Mutter immer wieder besondere Fanpost vor. Ja, und dann passieren auch solche Sachen. Ich komme an das Grab der Mutter und finde dann, angeklebt auf ihrem Grab, so ein Bild. Mit einem Revue-Foto von der Mutter, mit einem geschlitzten Kleid, mit langem Zigarettenspitz. Also ein Bild, was überhaupt nicht hierher passt. Ich versuche es dann herunterzureißen, was ziemlich schwierig ist, weil es sehr gut geklebt ist. Komme dann ein paar Tage später wieder an das Grab und finde dann von dem, der es scheinbar hingeklebt hat, ein nettes Briefchen an mich. Als Verursacherin und Betreiberin, das bin ich, der ständigen boshaften Entfernung der Bilder ihrer schönen Mutter, trifft deren Tochter Gabriele Jacobi der Fluch, unterstrichen Marikas, ein treuer Verehrerkreis. Also Fanatismus ist was Schreckliches. Die Ursache für diesen Fanatismus wird am 3. November 1913 durch Zufall in Kairo geboren. Dort leben ihre ungarischen Eltern für einige Monate, da Vater Eduard Röck, ein Architekt, einen Wettbewerb gewonnen hatte. Marika möchte unbedingt Tänzerin werden. Mit 6 Jahren beginnt die Ballettausbildung in Budapest. 1924 übersiedelt die Familie nach Paris. Dort wird ihr Talent schnell erkannt. Mit 11 Jahren wird sie jüngstes Mitglied der berühmten Hoffmann Girls. Musik.
Als Wunderkind gastiert sie in London, Monte Carlo, New York und Washington. Marika ist ehrgeizig und will die Beste werden. Mein Vater hat gesagt, das ist doch, was wirst du Tänzerin werden, das ist doch kein Beruf. Und das zu erreichen, was glaubst du, was dazu gehört? Und du musst zu den Ersten gehören, denn Dritter vom Rechts ewig zu bleiben, das ist ein sehr bitteres Brot. Röcks Aufstieg wird auch durch die Lust an der Zerstreuung begünstigt. Nach dem Schrecken des Ersten Weltkrieges erwacht die Lebensgier. Die Menschen wollen unterhalten werden. Hurra, wir leben noch. Die Roaring Twenties. Wer sich's leisten kann, geht wieder aus und besucht die Tanzpaläste. Die Ära der Girls ist angebrochen, der Revuen und Glitzershows. Die Geometrie der Sinnlichkeit, nackte Beine im Gleichschritt. Im Hintergrund die berühmten britischen Tiller Girls, davor ein 17-jähriger Star. Das sind die ersten Filmaufnahmen von Marika Röck, gedreht während eines Auftritts in London im Jahr 1930. Das Mädchen tanzt nicht mit den Füßen, sondern mit der Seele, jubelt die Fachpresse. Ob Spagat, Akrobatik, Pirouetten oder Spitzentanz, Röck ist perfekt. Der dynamische Backfisch sollte schnell vom Film entdeckt werden. 1930 wird in England Why Sailors Leave Home gedreht. Diese Studioklamotte ist das Spielfilmdebüt von Marika Röck. Matrosen besuchen einen Harem und werden dort von der besten Tänzerin unterhalten. Das Debüt als Schauspielerin folgt 1932 in einer ungarischen Komödie. Als Röck 1934 in Wien in einer Zirkusrevue gastiert, wird sie von der deutschen Universum-Film entdeckt, kurz UFA genannt. Im Zirkusmilieu spielt 1935 auch Röcks erster UFA-Film. Der Ungarin wird ein Sprachlehrer beigegeben. Doch gerade das nicht perfekte Deutsch mitsamt ungarischem Akzent sollte zu ihrem Markenzeichen werden. Ich habe mir immer gesagt, gut, du kannst nicht Deutsch, du kannst diese Sprache nicht, aber die Welt steht dir offen, Marika, denn du hast zwei sprechende Beine. Als die zwei sprechenden Beine 1934 nach Berlin kommen, ist ein ganzes Volk uniformiert. Fahnenwälder, Menschenblöcke. Die Volksgemeinschaft als Gesamtkunstwerk des Gleichschritts. Kunst ist nun Bekenntnis, völkische Nabelschau, Gesinnungswettbewerb. Nicht zufällig resortieren die Kunstagenten bei Propagandaminister Josef Goebbels. Speziell das neue Massenmedium muss auf Linie gebracht werden. Mit dem deutschen Filmexpressionismus ist es nun vorbei. In den UFA-Studios, wo einst Regisseure wie Fritz Lang den Weltruf dieses Genres begründeten, werden nun Komödien, deutsche Historiendramen und Musikfilme gedreht.
Die Budgets wurden massiv nach oben gefahren. Es gab nie so viel Geld für die deutsche Filmindustrie oder für den Hochkulturbetrieb wie in der Zeit der NS-Herrschaft, weil man Kultur als zentrales Propaganda-Instrument erkannt hatte und dieses Instrument auch entsprechend steuern wollte. Der Film Unter dem Hakenkreuz braucht Stars. Im Komödienbereich gibt es genug, nicht aber im Musik- und Revuefilm. Da kommt Röck wie gerufen. Im Gegensatz zu anderen profitiert sie nicht von Berufsverboten und der Vertreibung jüdischer Künstler. Ihr Talent ist konkurrenzlos. Und du, mein Schatz, fährst mit, wird 1936 produziert. Röck spielt eine Tänzerin, die nach New York fährt, um am Broadway aufzutreten. Teile der Besetzung spiegeln die rassenpolitische Realität im Kunstbereich wider. Einen kleinen Augenblick bitte, ja? Miss Seidlitz, ich hätte eine ganz große Bitte an Sie. Filmpartnerin Genja Nikolajewa darf als sogenannte Halbjüdin vorerst weiter auftreten. Bald aber erhält die Tochter deutsch-russischer Eltern keine Rollen mehr. 1938 flüchtet sie nach Amerika. Ich werde Ihnen da wohl nicht viel nützen können. Aber ich bitte Sie, im Gegenteil, meine Liebste, meine Beste, Sie haben ja einen so kontinentalen Geschmack. Auch die früher bei Max Reinhardt engagierte Leopoldine Konstantin spielt hier eine ihrer letzten Rollen. 1938 emigriert auch sie nach Amerika. Wenn Ihnen drüben irgendetwas nicht gefällt, dann fahren Sie einfach nach Hause. Und ich bin eine gescheiterte Existenz. Ach, ein Schatz. Bei Ihrer Jugend eine gescheiterte Existenz? Zeig mal, was du kannst. Zeig mal, wie du tanzt. Stell dich nicht so dumm. Tanz mit mir im Kreis herum. In diesem Film sind erstmals eigene Gesangsnummern für Marika Röck eingebaut. Regie führt Georg Jacobi, aus Karrieregründen NSDAP und SA-Mitglied. Röck verliebt sich und heiratet den um 30 Jahre älteren Mann. Die beiden entwickeln das Genre der Röck-Jacobi-Filme. Die Röck-Jacobi-Filme sind Komödien rund um eine Tänzerin gebaut, die sich als verkanntes Talent oder als Revue-Star durch Intrigen, Verwechslungen und groteske Situationen kämpft. Du, 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 oh, wie lieb ich dich. Ida, Itzen. Dazu kommt eine Love-Story meist mit Hindernissen. Das Happy End folgt dann immer nach dem großen Tanzfinale. Wenn Sie also mich fragen, was haben Sie denn eigentlich für ein Fach, Frau Röck? Dann kann ich nur sagen, ich habe ein Röckfach. Und dazu muss man hemmungslos sein. Für die hemmungslose ungarische Ausgabe von Ginger Rogers will Georg Jacobi einen deutschen Fred Astaire finden. Doch den gibt es nicht. Stattdessen kommt ein anderer. Ich hab kein Geld, bin vogelfrei, will aber nicht versagen. Jugend leicht, ihm steh mir bei, mein Schicksal zu ertragen. Ich knüpfte manche zarte Bande. Johannes Heesters. Heute ist er 107 Jahre alt und tritt noch immer auf. Auch Heesters wurde von der UFA in Wien entdeckt. 1934, als er den Bettelstudenten in der Volksoper sang. Die Verfilmung dieser Millecker-Operette führt Röck und Heesters 1936 erstmals zusammen. Regie führt Georg Jacobi. Welches? Den Tanz, Bronislava. Ich habe mit ihr auch probiert und alleine. Wir haben Texte durchgenommen mit dem Schauspieler, die uns da abgehört hat. Und wir haben beide, waren wir sehr fleißig und haben dann immer sehr gut
freundlich miteinander gearbeitet. Wenn ich ein Räuber wär und ich ein Königskind. Danke. Legt an! Gasparone, eine weitere Millöcker-Operette mit Hesters und Röck, verfilmt Jacobi 1937. Ich bin oben im Schloss die Verlobung verkündet. Dann halten Sie die Verlobung für ein paar Augenblicke auf, ganz gleich wie, nur halten Sie sie auf. Aber Sie kommen nicht hinein, das ganze Schloss ist bewacht. Ich weiß Ihr Bescheid. Da Röck steppen gelernt hatte, baut Jacobi in Gasparone einfach eine Steppszene ein. Die Ballettmädchen probieren als Dekor rund um den Star ihre Szenen immer sehr intensiv. Und dann haben sie gesagt, Marika, wir haben das und das gemacht. Wir spielen es dir vor. Und sie haben vorgespielt und hat gesagt, das können sie alle wegschmeißen, das mache ich anders. Und das war der erste Eindruck von ihr, dass sie nicht machen ließ mit ihr, was andere wollen. Das heißt, da hat die Marika Röck auf Sie auch einen sehr temperamentvollen Eindruck gemacht. Ja, temperamentvoll war sie, ja, das schon. Aber ich habe mich gut verstanden und ich habe mir nichts sagen lassen. Ach, sie wollte Ihnen auch sagen, Vorschriften machen sozusagen. Sie ist nicht so weit gekommen. Nein. Jeden Augenblick muss es losgehen. Was denn um Gottes Willen? Der Donnerschlag. Oh. Haben Sie gehört? Und ob? Ich habe manchmal mit Marika ein bisschen Krach gehabt und ist Jacobi gekommen und hat das wieder gut gemacht. Aber es handelt sich sozusagen um einen kleinen Geburtsfehler. Die Verwechslungskomödie Hallo Janine ist der dritte gemeinsame Film. Wenn wir erst verheiratet sind. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauche keine Millionen. Der Schlager von Peter Kreuder macht die Komödie zum Kassenhit. Danach ist jedoch die Zusammenarbeit zwischen den beiden beendet. Marika Röck hatte sich zu sehr in den Vordergrund getanzt. Das auf sie zugeschnittene Finale in Hallo Janine dauert fast 10 Minuten. Hesters sieht in den Röck-Filmen keine Entwicklungsmöglichkeiten für seine eigenen Talente als Schauspieler und Sänger. Sie ist schon sehr lieb gewesen, aber sie hat sie auch nicht wegnehmen lassen. Sie hat immer gesagt, ich muss wissen, dass ich das spiele. Und das, was ich spiele, habe ich aus meinem Kopf. Und das bleibt so und da kommt niemand anders mehr dran. So hat sie gespielt. Sie hat nichts von sich kommen lassen. Kann die Liebe Sünde sein? Zara Leander, Marika Röck und Johannes Hesters. Der deutsche Musikfilm wird von einer Schwedin, einer Ungarin und einem Holländer dominiert. Nur einmal stehen Leander und Röck gemeinsam vor der Kamera. 1939 in der rauschenden Ballnacht. Regie führt Karl Fröhlich. Doch die einzige gemeinsame Szene dauert nur wenige Sekunden. Schauspielerische Vergleiche wollten beide vermeiden. Warum klatschen Sie denn nicht? Ich denke, Sie kennen ihn. Weibliche Star-Konkurrenz gibt es in den Leander- oder Röck-Filmen nicht. Für das Regime ist die Schwedin der Topstar. Sie erhält die Höchstgage, pro Drehtag 2500 Reichsmark, umgerechnet knapp 12.000 Euro. Röcks Tagesgage beträgt 1000 Reichsmark, rund 4.700 Euro. Am 15. August 1939 kommt die Ballnacht in die Kinos. 2 Wochen später beginnt der Zweite Weltkrieg. Zwei, drei, fünf große Pötte und kleines Gemüse. Da sind sie!
Mitte Juli 1940, nachdem Westeuropa erobert und die Luftschlacht um England gerade im Gange ist, beginnen die Dreharbeiten zum Wunschkonzert. Kein Hetzfilm wie Jud Süß, aber doch eine Propagandawaffe gegen England. Soldaten sind Soldaten, ein Hohelied auf Soldatentum, Pflichterfüllung, Volksgemeinschaft und Kriegsbegeisterung. Zum 10. Male ruft die Fanfare zum Wunschkonzert der Wehrmacht. Zentrales Handlungselement ist das regelmäßig aus Berlin übertragene Wunschkonzert der Wehrmacht. Regie führt Karl Fröhlich, NSDAP-Mitglied und Präsident der Reichsfilmkammer. Die Idee zum Film stammt von Josef Goebbels. Er schreibt am Drehbuch mit und bestimmt die Stars, die im verfilmten Wunschkonzert zu singen haben. Ebenso wie bei Paul Hörbiger reduziert sich die Mitwirkung Marika Röcks auf einen Gesangsauftritt im Wunschkonzert. Der Film endet mit dem Kampflied »Wir fahren gegen England«. Nach dem Krieg wird er auf die Liste verbotener Propagandafilme gesetzt. Über ihre Mitwirkung, ob freiwillig oder unter dem Druck Goebbels zustande gekommen, hat Röck nie gesprochen. Sie hat sicher den Film gesehen und hätte eigentlich nach 1945, wenn sie den politischen Inhalt, die politische Botschaft dieses Films verstanden hätte oder hat, das auch thematisieren müssen. Ja, ich glaube, dass hier niemand einen Vorwurf gemacht hätte, ganz im Gegenteil. Es wären viele froh gewesen, wenn jemand erkannt hätte, welche propagandistische Funktion ein prominenter Star wie Marika Röck eben eingenommen hat. Wunschkonzert steht symbolhaft für die Aufgaben der Kunst im Krieg. Ob Musik, Theater oder Film, sie werden zum emotionalen Bindemittel zwischen Front und Heimat, zum Bestandteil der Wehrgemeinschaft. Gerade im Krieg gilt die Zwangsharmonie zwischen Kunstproduktion und NS-Ideologie. Das betrifft auch die Reproduktion des Frauenbildes. Die deutsche Soldatenfrau ist treu. Ehe- und Treuebruchszenen sind verboten, um die Frontsoldaten nicht zu irritieren. Einige Szenen der Röckfilme decken sich mit dem propagierten Frauenbild, mit der verordneten Anmut, dem Duldenden, dem Reinen und Asexuellen. Auf der anderen Seite leben die Rollen vom ungarischen Temperament ihrer Interpretin. Ich gehe jetzt aufs Schloss und schlage so einen Klapp. Eines der üblichen Abenteuer des Herrn Grafen. Nicht doch, nicht doch. Doch, doch. Das wäre nicht schon. Ohne Sie. Du Hinderlistiges, bist du. Cora. Ich will diesen Namen nicht mehr hören! Ich will nicht! Brühen Sie mich nicht so an! Ich bin eine Dame! Oh, geh schon! Ja. Ich bin hierher gekommen, um Ihnen eine herunterzuhauen. Röck spielt selbstbewusste, scheinbar emanzipierte Frauen. Doch ebenso laut und temperamentvoll kämpfen diese Frauen um den Mann. Dass sogar dieser Frauentyp schließlich gezähmt wird und heiratet, passt perfekt in die propagierten Rollenbilder. Hast du endlich mit deinem Vater gesprochen, dass wir heiraten wollen? Noch nicht ganz. Um ein Haar. Feigling! Du kennst ihn nicht in seiner Wut. Und du mich nicht in meiner. Wenn er könnte, möchte er uns noch die Brust geben. Aber Cora. Naja, es ist doch so. 1940 kommt es zum künstlerischen Konflikt mit Goebbels. Unter Jacobis Regie spielt Röck in Cora Terry eine Doppelrolle. Die Zwillinge Mara und Cora Terry, beide natürlich Tänzerinnen. Mara ist eine sanfte Frau, Cora eine femme fatale. Goebbels wollte Röck aber nicht in einer Doppelrolle sehen. Er forderte für die Cora eine andere Schauspielerin. Röck fühlt sich künstlerisch beleidigt und besteht auf der Interpretation beider Figuren.
Ilona wird keine Tänzerin. Ohne den Goebbels Einwand zu berücksichtigen, stellen Röck und Jacobi den Film wie geplant fertig. So, hältst du das auch für richtig, mir meine Freunde abspenstig zu machen? Auch Koras berühmter Schlangentanz in einem Nachtlokal in Marokko war Goebbels zu frivol und undeutsch. Der Film geht zwar durch die Zensur, die Kinozulassung scheitert aber vorerst am Ministerveto. Goebbels hält die Röck für eine gute Tänzerin, aber für eine schlechte Schauspielerin. Röck interveniert vorerst vergeblich bei Goebbels. Davor hatte er bereits Hallo Janine und Gasparone künstlerisch kritisiert. Die Interventionen von Goebbels in einzelne Filmproduktionen und auch seine negativen Stellungnahmen über Röck zu Dritten wurde häufig zum Anlass genommen, auch von Marika Röck selber, um sich als Opfer des NS-Regimes zu präsentieren. Tatsache ist, dass diese Auseinandersetzungen eher auf einer künstlerischen Ebene liegen. Ja, also einfach die Form, wie Röck eine Rolle interpretiert hat, hat mehrfach Goebbels missfallen. Goebbels hat sich eingemischt. Der hat die Probe auch mal beigewohnt und mit. Und dann hat er nachher mit dem Regisseur hat er gesprochen, was weiß ich nicht. Aber er hat immer gesagt, so und so und so, sei damit vorsichtig. Ich möchte, dass es so gemacht wird. War das ein Geschmacksdiktator? Ja, kann man sagen. Hatte der überhaupt Ahnung von Kunst? Na ja. Das hat er schon. Ich habe nie politisiert, obwohl diese Szene, das hat man nach dem Krieg über mich gesagt. Aber ich gebe mein Ehrenwort wirklich ehrlich. Ich war ein ausgesprochener Dilettant in was Politik ist. Röcks Ehrenwort ist das eine, ihre Hitlerbriefe das andere. Im Gegensatz zu Goebbels gefallen dem obersten Kunstdilettanten des Reichs die Röck-Filme. Im November 1940, mitten im Konflikt um Cora Terry, kommen Blumen. Röck nutzt die Gelegenheit und bedankt sich euphorisch. Mein Führer, für die wunderbaren Blumen vielen herzlichen Dank. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Wenn ich Sie, mein Führer, für ein paar Augenblicke erheitern und von Ihrer verantwortungsvollen Arbeit ein wenig ablenken konnte, so bin ich darüber unendlich stolz und glücklich. Mit deutschem Gruß, Ihre Marika Röck. Die verantwortungsvolle Tätigkeit Hitlers bestand damals in der Unterwerfung halb Europas. Bereits 1937 hatte Hitler zwei Bilder geschickt. Auch damals dankte sie schriftlich. Ihr Bild wird mir bei meiner Arbeit höchster Ansporn sein, um Ihnen, mein Führer, mit meiner bescheidenen Kunst ein wenig zu gefallen. Das für meine Eltern bestimmte Bild habe ich nach Budapest geschickt und ihnen geschrieben, dass endlich mein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen ist, den Führer dieses glücklichen Landes, das meine zweite Heimat geworden ist, persönlich sprechen zu dürfen. In tiefer Verehrung, Ihre Marika Röck. Ich glaube, dieser Stil ist nicht der Stil, dass es von irgendjemand eben vorgeschrieben war oder vorgelegt wurde, bitte schreiben Sie das so und unterschreiben Sie es. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass diese Briefe gefälscht sind. Man sieht auch eine, wenn man so will, sehr brave, in einem Strich durchgezogene Handschrift. Also sie hatte sicherlich eine Vorlage, keine Frage. Jacobi, dem würde ich sozusagen so etwas zutrauen oder irgendein Sekretär. Derartige Künstlerinnen hatten ja auch immer ein gutes Sekretariat für die Fanpost, darf man ja nicht vergessen. Und dahinter steht wirklich der Versuch, auch eine ganz besonders intensive Beziehung auch zu Adolf Hitler aufzubauen. Niemals im Leben. Also von Einschmeicheln, na, da wäre die hingegangen und hätte auf den Tisch gehauen. Und mit einem Brief hätte sie das nie gemacht, das glaube ich nicht. Der Brief von 1940, daneben von Röck unterschriebene Autogrammkarten.
Ob von Jacobi konzipiert oder nicht, vom Schriftbild her hat Röck den Brief geschrieben und per Unterschrift beglaubigt. Zum Vergleich ein von ihr verfasster Satz an einen Hotelier. Ende Dezember 1939. Polen ist erobert. Es gibt keinen Konflikt mit Goebbels. Da schicken Röck und Jacobi an Hitler folgendes Telegramm. Möge Sie, Führer, die Vorsehung auch im kommenden Jahr segnen, in Ihrem Kampf um des deutschen Volkes Freiheit, Unabhängigkeit und glückliche Zukunft. Das wünschen in diesen schicksalhaften Stunden aus vollem Herzen und ehrlicher Dankbarkeit Marika Röck und Georg Jacobi. Ich glaube, und das ist eine vielleicht umstrittene Aussage, dass für viele Künstler, ja, die sozusagen ihre ganze Identität, ihr ganzes Leben, ihr ganzes Sein in die Kunstdarstellung legen, steht Kunst über Moral. Für eine Nacht voller Seligkeit, da gebe ich alles hin. Ob Hitler für Cora Terry interveniert hat, ist nicht bekannt. Der Film kommt jedenfalls Ende 1940 unverändert in die Kinos. Der Schuss Erotik ist kein künstlerischer Protest gegen das Frauenbild, denn am Ende triumphiert die weiblich sanfte Mara Terry als Bühnenstar. Wenn es Frühling wird und die Sonne scheint. Röck war trotz der Goebbels-Interventionen niemals existenziell bedroht. Ihr Unterhaltungstalent wird im Krieg dringend gebraucht. Röck und Jacobi können auch ein wichtiges Prestigeprojekt fertigstellen. Den ersten deutschen Farbfilm. Frauen sind doch bessere Diplomaten. Er wird im November 1941 uraufgeführt. In die Lustspielhandlung sind auch Seitenhiebe gegen den Parlamentarismus eingebaut. Kompromisse, nichts als Kompromisse, aber daran gehen wir zugrunde. Parlament, in dieser Quasselbude wird geredet, 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 aber eine klare Entscheidung wird nie gefällt. Liebe Männer, die starke Arme haben und viel Muskeln. Farbtechnische Probleme verzögerten die Fertigstellung. Tätowieren? Ja, das ist herrlich, so wunderbar männlich. Moin, Keller. Außerdem mussten alle Szenen, in denen Oberleutnant Keller auftritt, mit Erich Fiedler neu gedreht werden. Der ursprüngliche Darsteller, Karl Stepanek, war nach England geflüchtet und berichtete in der BBC über den Regimeterror. Wir haben alles versucht, sie einzuholen. Sie war wie vom Erdboden verschwunden. 1942 dreht Röck mit Regisseur Harald Braun. Das macht klar, wen Goebbels diszipliniert. Nicht den Star, sondern Georg Jacobi, ihren Ehemann und Lieblingsregisseur. Der in erster Ehe mit einer Jüdin verheiratete, ist leichter zu ersetzen. Da helfen weder NSDAP-Mitgliedschaft noch konzipierte Hitlerbriefe. Bis Kriegsende dreht er nur mehr einen Film. Und den mit seiner Frau, die aus Solidarität keine anderen Angebote annimmt. Und Sie verlangen nichts dafür? Nein. Die in Hab mich lieb gespielte Tänzerin ist Gegenpol zu Cora Terry. Schön. In dieser Szene werden Rolle und Aufgabe der Frau genau erklärt. Infolge meiner wissenschaftlichen Studien kenne ich das Weib seit vielen tausend Jahren. Sein Lebenszweck ist heute genau der gleiche wie zur Zeit des König Ramses. Leben geben und Leben erhalten von Generation zu Generation. Ich habe Kinder auch so gern, aber mich heiratet ja niemand. Der richtige Augenblick. Der Film wird im Dezember 1942 uraufgeführt. Darum sing und tanz mit mir. Dort steht in den Sternen, dass das Glück uns beiden winkt. Drum sing mit mir, lach mit mir. Die Parallelwelt unter dem Hakenkreuz im zweiten Kriegsjahr gegen die Sowjetunion. Überall ist Glück und Sonnenschein. Ein Gefühl der Sehnsucht stellt sich ein. Und ich spüre bald, wie wird was geschehen. Wie ein Wunder wirst du plötzlich vor mir stehen.
Aus Marika Röck wird die Röck, ein Publikumsliebling. Massenweise erhält sie Fanpost, vor allem von Soldaten. Besonders sie wollen vom Schrecken des Krieges abgelenkt werden. Das Regime missbraucht jedoch die Auftritte von Stars, um die gesunkene Kampfmoral und den Endsiegglauben zu stärken. Die Röck, ein Vorzeigestar, nicht nur im besetzten Ausland. Sie reist nach Paris, Brüssel, Zürich, Sofia oder Lissabon, um ihre Filme vorzustellen und Autogramme zu geben. Für die UFA wird der Zweite Weltkrieg zum besten Geschäft ihrer Geschichte. In den eroberten Ländern gewinnt sie neue Absatzmärkte und Studios. Außerdem treibt der Krieg die Menschen ins Kino. 1942 überschreiten die Besucherzahlen erstmals die Milliardengrenze. Ich brauchte nicht mit irgendjemand, irgend so eine hohe Persönlichkeit, der also alles in der Hand hatte, anzulachen oder schmeicheln. Ich habe sie nicht gebraucht. Er hat man mich gebraucht. Das ist wirklich wahr. Wahr ist aber auch, dass die unpolitische Röck, wenn notwendig, ihre politischen Kontakte sehr wohl zu nutzen wusste. So etwa jene zu Du-Freund Hans Hinkel, SS-Mitglied und Reichsfilmintendant. Er führte die Entfernung der Juden aus dem Filmbetrieb durch. Im Oktober 1944, als Ungarn vor der Roten Armee kapitulieren wollte, intervenierte sie erfolgreich bei Hinkel, aber auch bei Goebbels, um ihre Eltern aus dem Land herauszuholen. Auf der anderen Seite wiederum versteckten Röck und Jacobi die Jüdin Edith Meller, die erste Ehefrau des Regisseurs. Die beiden brachten sie in den Schwarzwald, wo sie unter falschen Namen die NS-Zeit überlebte. In dieser Villa in Berlin-Babelsberg wohnten Röck und Jacobi während ihrer UFA-Jahre. Sie gehörte dem UFA-Produzenten und Regisseur Alfred Zeisler. Als politischer Gegner des Regimes entkam er der Verhaftung durch Flucht nach Amerika. Danach kauften Jacobi und Röck die Villa um 70.000 Reichsmark. Das entsprach dem damals üblichen Marktwert. Das Geld musste auf ein Auswandererkonto überwiesen werden. Zeisler sah davon aber keinen Pfennig. Die Auszahlung wurde verweigert und der Betrag schließlich zugunsten des Reiches eingezogen. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenscheine. Dieser Schlager machte Röck und Jacobis letzten UFA-Film 1944 zum Kassenhit. Je aussichtsloser die Kriegslage, desto mehr ist Ablenkung gefragt. Das Talent der Röck als Narkotikum und Beruhigungspille. Die gute Laune als Kriegsartikel. Denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einesteils und andererseits und außerdem. Im Herbst 1944 wird das Kino zum letzten Fluchtort in die Illusion. Theater und Opernhäuser sind geschlossen. Doch ideologiefreie Räume gibt es auch im Revuefilm nicht. Vermeintlich Unpolitisches dient klaren politischen Zwecken. Die Frau meiner Träume, ein Film mit Durchhaltebotschaft. Schau nicht hin, schau nicht her, schau nur geradeaus. Und was dann auch kommt, mach dir nichts daraus. Die Röck lenkt durch Revuefilme ab, andere durch Komödien. Während sie pro Jahr meist nur einen Film dreht, sind es bei Heinz Rühmann, Johannes Hesters, Paul Hörbiger oder Hans Moser bedeutend mehr. Röck ist während der Dreharbeiten bereits schwanger. Am 13. April 1944 kommt Tochter Gabriele in Salzburg zur Welt.
Ins zerbombte Berlin kehren Röck und Jacobi nicht mehr zurück. Das Kriegsende wird im Salzburger Land abgewartet. Nach der Befreiung durch die Amerikaner tanzt sie in der US-Revue Glory Road. Nachdem aber die Hitlerbriefe und ihre Kontakte zu NS-Größen bekannt werden, verhängen die Amerikaner 3 Jahre Berufsverbot, auch über das NSDAP-Mitglied Georg Jacobi. Röck wird außerdem verdächtigt, Nazi-Spionin gewesen zu sein. Ich habe eigentlich keine Indikatoren dafür gefunden. Glaube auch, dass sie viel zu prominent, zu sehr in der Auslage war, immer beobachtet, immer begleitet und sich aus dem Grund auch nicht wirklich als Spionin geeignet hat. Wenn man mich schon zu einer Spionin stempelt, will ich es nicht umsonst sein. Die Spionagevorwürfe sind haltlos. Das Berufsverbot jedoch bleibt bis 1948 aufrecht. Das betrachtet die Röck als künstlerisches Erdbeben. Die Gründe verschweigt sie freilich. Sie präsentiert sich, wie viele andere Künstler auch, ausschließlich als Opfer, das ungerecht behandelt wird. Sie habe nur für die Kunst gelebt, sich nie politisch betätigt. Auch NSDAP-Mitglied sei sie nie gewesen. Formal gesehen stimmt das. Inhaltlich ist das natürlich völlig falsch, weil sie war wesentlich wichtiger für das NS-Regime als ein kleiner Parteigenosse im Waldviertel. Der hat keine wirkliche Rolle gespielt. Und das ist das Problem. Die Entnazifizierung war nicht imstande, eine inhaltliche, geschichtspolitische Debatte über die Rolle von Kunst und Künstlern im Dritten Reich auszulösen oder überhaupt nur aufzuarbeiten. Gestehen Sie doch endlich. Ihr Vergehen wird dann vielleicht mildere Richter finden. Ich habe diese Tat nicht begangen. Theo Nordhaus, Röcks engster Freund, ist zentraler Entlastungszeuge, als sie vom Ehrengericht der österreichischen Schauspielergewerkschaft von allen Vorwürfen freigesprochen wird. Also die Entnazifizierungsverfahren, vor allem würde ich sagen, auch gerade im Gewerkschaftsbereich in Österreich, waren alles andere als seriöse Untersuchungen. Hier wurde mit allen möglichen Varianten von Zeugen und Zeuginnen gearbeitet. Man merkt dann vor allem ab 1947, das ist eine automatisierte Persilschein-Institution. Marika! Marika! Marika, wo bleibst du denn? Marika! Marika! Marika. Marika! Marika! Soll die Marika hochleben? Ein Name, ein Bekenntnis. Sie ist wieder da. Der Urknall der Fröhlichkeit. Marika heißt die tanzende Kellnerin im Kind der Donau. Der Neustart mit der alten Tanzdramaturgie beginnt in der russischen Besatzungszone. Ja, mein Schatz muss beim Waschen stark eingegangen sein. Jetzt ist er nur so klein. Auch Georg Jacobi ist ab 1948 von braunen Flecken reingewaschen und kann wieder um die Röck gebaute Musikfilme inszenieren. Sie tanzte für Amerikaner, Russen, Nazis und Demokraten. Ihr Talent ist in allen Systemen gefragt. Nach dem Krieg verlangt das Publikum nach den gewohnten Frohnaturen. Wer früher vom Krieg ablenkte, soll nun den Bombenschutt vergessen machen. Gemeinsam tanzt man ins Vergessen. Nicht umsonst erhält Röck 1948 den ersten Publikumspreis als populärster Nachkriegsstar. Der Name Bambi kommt von Tochter Gabriele. Und sie kam nach Hause und ich habe dieses Reh gesehen und habe den Film gesehen, den Bambi-Film, und habe gesagt, mein Gott, du hast mir ja das Bambi mit nach Hause gebracht. Und dann am nächsten Tag hat sie das erzählt bei den Arbeiten. Und dann haben die Leute gesagt, ah, das ist eigentlich eine gute Idee, so werden wir das nennen, weil bis dahin hatte dieser Preis keinen Namen. Mädchen gibt es wunderfeine, doch wer liebt, der sieht nur eine.
Ab 1950 drehen Röck, Heesters und Jacobi wieder miteinander. Drei Musikkomödien, nun auch mit Klamaukeffekten angereichert. Bei der gemeinsamen Arbeit erlebt Heesters ein Déjà-vu. Die Röck ist Präzisionsmaschine geblieben. Genug. Sie war sehr präzise, dass sie sagt, ich muss noch einmal das durchnehmen. Das ist noch nicht alles klar für mich. Aber das waren ja eigentlich recht hohe Ansprüche an ihre Partner. Eigentlich ja, ja, warum nicht? Der Partner, die war dann, wo der noch nichts gesagt hat, war froh, dass sie das gesagt hat. Und hat dann gesagt, ja, ja, nein, ja. Der macht dann mit. Ich bin ein geborener, typischer Skorpion. Ich sitze also, ich habe unerhörte Wille, meine Willen durchzusetzen. Ich kann aufbrausen, ich kann sogar beleidigen. Aber ich habe, glaube ich, sehr viel Herz auch. Und ich kann sagen, entschuldige. Heesters, der zur Inkarnation des Danilo in der lustigen Witwe werden sollte, durfte damals in Holland ebenso wenig auftreten wie die Röck in Ungarn. Schade. 1962, in der Hochzeitsnacht im Paradies, spielt und tanzt die Röck mit Peter Alexander. Bitte, treten Sie ein. Uli. Waltraud Haas hatte die Rolle der Regine übernommen, der Braut von Peter Alexander. Sie wird vor der aufbrausenden Röck gewarnt. Was haben Sie mit ihm gemacht? Nichts Schlimmes. Ein bisschen scheu bin ich gestanden und habe immer zu ihr geschaut. Und sie hat auch zu mir geschaut und gedacht, was ist los? Und auf einmal kommt sie her zu mir und sagt, du, hör einmal, sag einmal, warum du bist immer so komisch? Hat man dir gesagt, ich bin Bestie? Habe ich gesagt, ja. Hat sie gelacht und gesagt, hör zu, ich bin nur Bestie zu Dilettanten. Du bist keine. Komm, gib mir Bussi. Das ist für deine Intrigen. Das ist für deine Lügen. Hör nicht mehr auf. Doch, drei kriegst du noch. Das bin ich meiner Gesundheit schuldig. Eine für Vati und eine für Mutti. Ich kann mich gut erinnern, wie die Szene dann vorbei war, hat die Marika gesagt. Also, Peter, dieses Mal hast du aber ganz schön fest zugehauen. Das wäre nicht notwendig gewesen, sagt der Peter. Na ja, aber es hat gut gewirkt, nicht? Und der Regisseur hat auch gesagt, perfekt. Stillstand trotz Bewegung. Küssen, tanzen, lieben. Trotz Slapstick und Tanzparodien, trotz moderner Dekorationen, Jazz- und Rock'n'Roll-Elementen, das Genre des Revuefilms tanzt und küsst sich Anfang der 60er Jahre langsam zu Tode. Die Glanzzeit ist vorbei. Aus Amerika kommen immer mehr Elvis Presley und Rock'n'Roll-Filme. So nimmt die Röck Abschied vom Revuefilm und wechselt zur Bühne. Mit Hello Dolly feiert sie im Theater an der Wien Triumphe. Der ungebrochen vitale Star garantiert in den 70er und 80er Jahren volle Häuser. Was hast du nun wirklich? Röck riskiert den Sprung mit Fred Raul. Den Schauspieler und Regisseur heiratet sie 1968. Georg Jacobi war 1964 gestorben. Sing mit mir, Röck wird auch zum Fernsehliebling. In einer Peter Alexander Show bestreitet sie einen Gesangsblock ausschließlich mit neu arrangierten Hits ihrer NS-Filme. Ich fange gleich zu küssen an, wenn ich in Stimmung bin. Ja, in einer Nacht im Mai. 1975 bei der großen Krebshilfe-Gala des ZDF singt sie den Schlager aus dem Propagandafilm Wunschkonzert. Da war ich auch dabei, es darf nur keiner wissen.
Ami und Tochter in der Peter-Alexander-Show. Solche Auftritte fördern die Vergleiche mit der Mutter. Deshalb hatte die gelernte Schauspielerin Jacobi auch den Namen des Vaters angenommen. So ein Äpfelchen, das fällt nicht weit vom Stamm. Es hat mich sehr, sehr viele Jahre begleitet, dieser Vergleich mit der Mutter. Und immer wieder, in jeder Kritik habe ich das gelesen. Ja, aber doch nicht. Ja, aber warum tanzt sie nicht? Warum macht sie das nicht? Warum? Eine hat sogar mal gesagt, warum hat sie nicht den Akzent von der Mutter? Das ist ja unfassbar, nicht? Ja. Also man wollte immer eine zweite Röcke eigentlich aus mir machen. Heute wohnt Jacobi im Haus ihrer Mutter in Baden. Die Röck hat es bauen lassen, als sie 1960 hierher übersiedelt ist. Von Baden pendelte sie zu ihren Auftritten nach Wien. Alle gaben mir das Zeugnis, ich bin ein Naturereignis. Das Musical Die Gräfin vom Naschmarkt wurde der Röck 1978 auf den Leib geschrieben. Hier tanzt eine 65-Jährige. Hier eine 79-Jährige als Gräfin Mariza in Budapest. 1992, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, darf sie endlich in ihrer Heimatstadt auftreten. Marika Röcks letzter öffentlicher Auftritt. 2002 erhält sie den Kulturpreis der Stadt Baden. Ein Tanzgenie wird zu Grabe getragen. Am 16. Mai 2004 stirbt sie in Baden. Über die Hitlerbriefe oder ihre Rolle als Unterhaltungsstar der Nazis hat sich Marika Röck nie selbstkritisch geäußert. Im Gegenteil. Es wären die sorglosesten Jahre ihres Lebens gewesen. Sie hat sich nicht schuldig gefühlt, weil wofür hätte sie sich schuldig fühlen sollen? Sie hat nichts Böses getan. Sie hat immer gesagt, ich habe nichts Böses getan. Ich habe mich nur auf meine Arbeit konzentriert. Ich wollte nur da mein Bestes geben und da Vollendung zeigen. Ein Leben lang habe ich geliebt und gelacht und was dabei auch geschah. Ich hab mir keine Gedanken gemacht, dazu bin ich doch nicht da. Und brachte auch nicht jeder Kuss immer Glück, selbst wenn mein Herz daran hing. Ich hab einen Trick, ich schau nie zurück auf ein Glück, das mir im Scherben ging. Ich hab noch nie was bereut, ich sage heute ist heut. Tränen, die haben bis morgen Zeit. Auf Wiedersehen.